Willkommen hier auf der Essen Motorshow am Stand von Mercedes-Fans.de und wie man sieht, es gibt allen Grund, Fan von Mercedes zu sein, weil hier ist der Wagen von Jennifer Hart aus Hart aber Herzlich, der mir natürlich ganz besonders gut gefällt. Aber hier gibt es nicht nur schöne Autos, hier gibt es auch interessante Leute, unter anderem DTM-Tourenwagenfahrer von Mercedes, Christian Vitoris, den ich gleich noch interviewen werde, und tolle andere Gäste. Ich freue mich drauf. Also wir sehen hier einen 1971er Mercedes AMG, 300 SEL, 6,3 Liter in der Serie, 6,8 Liter in der Rennversion. Und 1971 hat er den Spitznamen Rote Sau bekommen, nichts Politisches, nur der Farbe geschuldet. Und wir haben uns an eine Replika gewagt, wir restaurieren Fahrzeuge und so ist dieser Wagen entstanden. Was ist denn im Detail an dem Wagen alles gemacht worden? Da weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Neben den offensichtlichen Verbreiterungen ist bei dem Fahrzeug sehr viel Rennsporttechnik verbaut. Wir hatten hier die Devise, dass wir eine Technik anno 2012 und eine Optik anno 1971 herstellen wollen. Die Details beginnen bei einer Rennbremsanlage, einem speziellen Fahrwerk. Es sind viele Renndetails wie ein Zusatztank, der nach originalgetreuen Vorlagen entwickelt wurde. Der Motorumbau geht sehr tiefgreifend, um aus so einem 6,3 Liter Motor mit 250 Serien PS eine Version mit jenseits der 500 PS herauszuholen. Das steht mehr bei uns rum. In der Firma wird zu Ausfahrten bewegt, in ein paar historische Einsätze, Rallyes, Rundfahrten, alles gemütlich, denn wir sind keine professionellen Rennfahrer und möchten uns auch nicht zutrauen, dass wir dort mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit unterwegs sind. So, liebe Autofreunde, zurück hier auf der Essen Motorshow am Stand von den Mercedes-Fans und bei mir ist Sven Gram, der Brabus-Pressechef. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, schön hier zu sein. Was ist aktuell der letzte Schrei bei Brabus? Der letzte Schrei. Also ich sag mal, beim G-Modell kann man ganz klar sagen, ist unser Ride-Control-Fahrwerk, weil das kann man in der Härte verstellen. Das heißt, es ist entweder komfortabel oder sportlich. Das heißt, ich muss nicht immer mit der gleichen Fahrwerkseinstellung rumfahren oder halt die Leistungssteigerung für die 63 Biturbomotoren. Warum lassen sich Leute Teile von Brabus einbauen oder von Brabus den Wagen verändern? Ich denke, dass die Leute Qualität zu schätzen wissen und natürlich zum allerersten erstmal Spaß am Automobil haben, weil das gehört dazu. Wenn man das nicht hat, dann braucht man auch kein Tuning. Also das, was man da kauft, ist ja wirklich Spaß und den Spaß kann man dann erfahren sozusagen. Was haben wir in Zukunft noch von Brabus zu erwarten? Ich hoffe, weitere tolle Produkte, dass unsere Techniker sich da viel einfallen lassen und natürlich auch immer ein bisschen mehr Leistung. Egal, ob es elektrisch irgendwann ist oder mit irgendwelchen anderen Antrieben, auch damit wissen wir uns, umzugehen mittlerweile und können da auch ein bisschen mehr Leistung machen. Was ist die höchste Leistung, die Sie bisher eingebaut haben? Also das Größte, was wir bislang verkaufen, was wir machen, wir haben natürlich im Versuch auch schon mal ein bisschen mehr gemacht, aber das, was wir verkaufen, sind bislang 800 PS und 1420 Newtonmeter Drehmoment. Und noch ein Traumauto für die Zukunft? Oh, es gibt viele Traumautos. Also ich sag mal, ich kann mir auch einen schönen C63 vorstellen oder andere Sachen. Mercedes baut tolle Autos mit tollen Motoren. Muss natürlich immer ein bisschen getuned sein, das gehört für mich dazu, weil ich daher komme. Ein bisschen schneller kann es auch immer sein und so ganz Serie gefällt mir dann nicht immer. Außer es wäre ein 111er Cabrio, so ein 280 SE35, den würde ich halt vielleicht auch original fahren. Und bei mir ist ein ganz besonders schneller junger Mann, Christian Vitoris, Mercedes-Tourenwagenfahrer zurzeit. Hallo! Hallo! Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Und als erstes würde ich gerne mal hören, wie das so angefangen hat mit Ihrer Karriere. Ja, angefangen hat alles ja, sehr, sehr früh. Ich glaube, wie jeder Sportler muss man früh anfangen, ob es jetzt der Motorsport ist oder ob der Fußball ist. Das Talent entwickelt sich einfach am besten, wenn man noch jünger ist. Dementsprechend habe ich mit 4 Jahren das erste Mal im Go-Kart gesessen, wie fast jeder Motorsportler.
Fängt die Karriere im Kartsport an. Dann knapp 5, 6, 7 Jahre lang im Kartsport gewesen, unterwegs gewesen. Dann wurde es eigentlich von Jahr zu Jahr professioneller. Mit dem Alter von 16 habe ich meinen ersten Formel-1-Test absolviert. Dann über die Formel 3, über die GP2, letztendlich in die DTM. Das Ziel ist nach wie vor die Formel 1. Und um dahin zu kommen, muss ich erstmal in der DTM erfolgreich sein. Daran arbeite ich im nächsten Jahr. Bin jetzt das zweite Jahr unterwegs gewesen. Es ist von Jahr zu Jahr besser geworden und im nächsten Jahr hoffe ich dementsprechend unsere Speerspitzen Gary Paffett und Jamie Green anzugreifen. Was ist denn die Faszination für Sie am Rennsport? Ich glaube, es ist einfach der Spaß am Fahren selber. Das ist das Wichtigste, egal ob man im Motorsport unterwegs ist oder im normalen Berufsleben. Man muss einfach Spaß an der Geschichte haben und dann kommt der Erfolg von selber. Ich freue mich auf jeden Test. Ich freue mich auch, ins Fitnessstudio zu gehen, mich physisch auf die kommende Saison vorzubereiten. Ich bin einfach sehr motiviert. Ich freue mich jetzt schon auf die kommende Saison. Die läuft jetzt über den Winter etwas ruhiger ab als noch im letzten Jahr. Im letzten Jahr haben wir das neue Auto entwickelt. Wir sind ja von der C-Klasse auf das C-Coupé umgestiegen. Warum Mercedes? Ja, es war ein Kindheitsraum für Mercedes zu fahren. Ich habe immer davon geträumt, den Mercedes-Stern auf der Brust tragen zu dürfen. Jetzt ist es in der DTM, das Ziel ist die Formel 1, das habe ich eben schon mal gesagt. Ich bin noch relativ jung und dementsprechend habe ich noch nicht die Formel 1 aufgegeben. Mit dem Ziel bin ich in den Motorsport gestartet und ich hoffe, dass ich das Ziel auch noch erreichen werde. Aber wie gesagt, erstmal lege ich vollen Fokus auf die DTM, da möchte ich im nächsten Jahr erfolgreich unterwegs sein und dann hoffe ich, dass mir der Sprung in die Formel 1 gelingt. Außer der Formel 1, was sind jetzt noch die kurzfristigen Ziele? Gut, die kurzfristigen Ziele ist jetzt das Auto über den Winter weiterzuentwickeln. Wir haben eine sehr, sehr gute Basis mit dem C-Coupé gehabt dieses Jahr, mit dem wir Vizemeister geworden sind. Im nächsten Jahr muss das Ziel sein, Meister zu werden. Dementsprechend laufen die Tests jetzt auf Hochtouren. Wir sind nächste Woche in Estoril am Testen, eine ganze Woche. Wir weichen jetzt so ein bisschen in den Süden aus, da hier die Streckenbedingungen nicht mehr so ganz gut sind. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblings-Mercedes, wenn Sie sich jetzt einen aussuchen könnten? Also ich bin ein absoluter Fan von dem C63, von dem Coupé. Ist momentan meiner Meinung nach das schönste Auto auf dem Markt. Autofreunde, das war's jetzt von mir hier von der Essen Motor Show, vom Stand von Mercedes-Fans.de. Wir haben tolle Autos gesehen, interessante Leute gehört und ich fand's super und gucke mich jetzt noch ein bisschen hier auf der Messe um.